Ja, willkommen zum Seminar zum Thema Kardinaltugenden. Welcome to the seminar about the cardinal virtues. Ich habe über dieses Thema noch nie auf Englisch gesprochen. I've never spoken about this topic in English. Überhaupt nur ganz selten. Anyway, only very rarely. Und Alexander Fink wird mich übersetzen. And Alexander Fink, that's me, will translate Jürgen Spies, who will speak. So haben wir jetzt auch in der Sprache eine internationale Veranstaltung. So we have a true international event here, even in language. Ich möchte mich zunächst mit zwei Sätzen vorstellen. I want to introduce myself with two phrases or two sentences. Ich bin als Doktorand der alten Geschichte Christ geworden. I've become a Christian as a PhD student of ancient history. Und habe mein ganzes berufliches Leben in der deutschen IFES-Bewegung verbracht. And have spent my whole professional life in the German IFES movement, SMD. Ich war unter anderem Reisesekretär, Generalsekretär. I've been a traveling secretary and the general secretary. Und habe das Institut für Glaube und Wissenschaft gegründet. And founded the Institute for Faith and Science. Alexander Fink ist mein Nachfolger in diesem Amt. And I'm his successor in this job. Meine Haupttätigkeit bestand darin, Hörsaalvorträge zu halten, nicht nur in Deutschland, sondern auch vor allem in Osteuropa und Ländern der früheren Sowjetunion. My main task was to give lectures in the universities, not only in Germany, but especially also in Eastern Europe, Central and Eastern Europe and in the Soviet Union. Zunächst möchte ich sagen, wie ich aktuell dazu gekommen bin, über das Thema der Kardinaltugenden zu sprechen. I want to begin my talk with explaining how it came about that I speak about this topic of cardinal virtues. Vor 3 Jahren habe ich in Marburg, einer Universitätsstadt in Deutschland, in der ich lebe, 2 Vorträge gehalten. 3 years ago, I gave 2 lectures in my home city, in which I live, in Marburg, a university city. 2 lectures. Einen über Dostojewski und einen über C.S. Lewis. One was about Fyodor Dostoevsky and the other one about C.S. Lewis. Das sind auch die beiden Autoren, mit denen ich mich am meisten beschäftigt habe. These are my favorite authors with whom I have spent most of my time. Yeah. Danach fragte mich ein Unternehmer in Marburg, ob ich nicht auch mal einen Vortrag halten könnte über die Kardinaltugenden. And after these lectures, a businessman from Marburg asked me, couldn't you speak about the cardinal virtues? Weil er ein Fan von den Kardinaltugenden ist. Because he really likes the cardinal virtues. Und wir haben das nun in diesem Jahr gemacht, Ende April im historischen Rathaussaal von Marburg. And so we did that end of April of this year in the historical hall of the town hall of Marburg. Er gab eine kurze Einführung und ich habe eine Darstellung der Kardinaltugenden gegeben. He gave a short introduction and I explained about the cardinal virtues. Ich bin den Kardinaltugenden am Anfang meines Reisedienstes begegnet. I've met the cardinal virtues at the beginning of my ministry as traveling secretary. Und zwar fand ich in einer Buchhandlung Bücher über Begriffe wie Tugend, Tugend, Tapferkeit, Klugheit, Gerechtigkeit, Liebe, Glaube, Hoffnung. Oh, that was many. So in a bookshop I encountered terms like love, justice, mercy, all these virtues. All these virtues. Der Autor hat dargestellt, was das Abendland über diese Begriffe gedacht hat. And the author explained what our Western European culture thought about these terms. Er zitierte Platon, Augustin, Thomas von Aquin. He quoted Plato, Augustine and Aquinas. Und auch C.S. Lewis. And C.S. Lewis. Dieser Autor war ein katholischer Philosoph, der nach 1945 das Buch über den Schmerz von C.S. Lewis kennengelernt hatte. This author was a Catholic philosopher who got to know C.S. Lewis's book about pain. Is it pain? The problem of pain in English. In 1942, was it? Nach dem Zweiten Weltkrieg. After the Second World War. Er hat das Buch übersetzt. He translated the book into German. Und hat ein Nachwort geschrieben mit der Überschrift über die Schlichtheit der Sprache in der Philosophie.
and wrote an epilogue about the simplicity of language in philosophy. Diese Schlichtheit ist das Siegel ihrer Glaubwürdigkeit. And the very simplicity is the sigillum or the seal of its credibility. Er ist also ein wirklicher Fan von C.S. Lewis. He is a real fan of C.S. Lewis, this author. Kommen wir nun zu den Tugenden. Now we turn to the virtues. Man spricht von vier Kardinaltugenden. We talk about four cardinal virtues. Und den drei theologischen Tugenden. Plus three theological virtues. Die drei theologischen Tugenden sind Glaube, Hoffnung und Liebe. The three theological virtues are faith, love and hope. Faith, hope and love. Die Kardinaltugenden heißen Kardinaltugenden nicht nach einem Kardinal, sondern nach dem lateinischen Wort cardo, die Angel der Tür, die nach draußen führt. So the cardinal virtues are called cardinal virtues not because of some cardinal, Catholic cardinal, but because of the device in which you hang the door, the door of life, to go into life. The hinge, yeah. The hinge of the door, yeah. Because this is opening the door of life, the virtues. Sie sind vorchristlich, die Kardinaltugenden. They are pre-Christian, the cardinal virtues. Sie tauchen zum ersten Mal bei Pythagoras auf. First they are mentioned by Pythagoras. Eine Mathematiker. A mathematician. Der nächste, der sie verwendet, ist Cicero, ein römischer Politiker und Philosoph. The next one who uses them is Cicero, a Roman philosopher and lawyer. Politiker. Politician. Und er hat die Reihenfolge bereits, die heute noch als die gültige Reihenfolge angesehen wird. And he established the order that is still seen as the valid order today. Im Mittelalter wurde dann diese Reihenfolge ausführlich dargestellt und begründet. In the Middle Ages, this order of the cardinal virtues was extensively discussed or and explained why it is that way. Und davon gehe ich jetzt aus. So I will come from that point of view. Die vier Kardinaltugenden heißen in ihrer Reihenfolge. The four cardinal virtues are in this order. Klugheit. Prudence. Gerechtigkeit. Justice. Tapferkeit. Fortitude und Maß. Temperance. Man muss sich immer daran erinnern, dass sie nach Thomas von Aquin verwurzelt sind in den theologischen Tugenden. You always need to keep in mind that these cardinal virtues are rooted in the theological virtues. Und die theologischen Tugenden sind Tugenden, die uns offenbart worden sind. And the theological virtues are virtues that have been revealed to us. Erstens Glaube. First faith. Das heißt, der Glaube an den dreieinigen Gott, diese Welt, in der wir leben, wurde von Gott geschaffen. This means faith in the triune God. This world has been created by the triune God. Das Mittelalter ging davon aus, dass wenn etwas geschaffen wird, die Schöpfung einem Entwurf folgt. In medieval days, people believed that if something is created, this creation follows a certain design. Jeder, der etwas schafft, hat einen Entwurf im Kopf. Everyone who creates has a design in their mind. Wenn Sie einen Stuhl machen oder einen Tisch oder ein Glas herstellen, haben Sie einen Entwurf, wie der Stuhl, der Tisch, das Glas aussehen soll. If you create a chair, a table or a glass, then you have a design in mind how the chair, the table, the glass should look like. Und als Gott die Welt geschaffen hat, hatte er einen Entwurf, wie die Welt sein sollte. And when God created the world, he had a design in mind how the world should be like. Und als Gott dich geschaffen hat, hatte er einen Entwurf im Kopf, wie du sein solltest. And when God created you, he had a design in mind how you should be in his mind. Im Mittelalter war man ganz stark der Meinung, dass die Menschen zu viel darüber nachdenken, was sie tun sollen. In medieval days people thought that they think too much about what they should do und nicht darüber, wer sie sein sollten. And not about
who they should be. Das Handeln folgt aber aus dem Sein. But our actions follow from our being. Deshalb müssen wir zunächst uns klar werden, wer bin ich, um daraus Schlussfolgerungen, was sollte ich tun? So first we need to know who we are and then we can conclude what we should do. Wir sind ein Geschöpf Gottes. We are a creature of God. Der nach seinem Entwurf gestaltet wurde. Which was designed according to his design, his concept. Und das hat Auswirkungen auf unser Handeln. And this has consequences for our actions. Deshalb ist wichtig, erstmal festzustellen, wer bin ich? So first we have to constitute who am I? Der deutsche Theologe Bonhoeffer hat diesen Gedanken aufgegriffen in seinem Gedicht Wer bin ich? The German theologian Dietrich Bonhoeffer referred to this thought in his famous poem Who Am I? Und sagt, bin ich der, für den die anderen mich halten? Bin ich der, für den ich mich selber halte? And he says, am I the one which I think I am, or am I the one which other people think I am? Und er sagt, wer ich auch bin, dein bin ich, O Gott. And he says, whoever I am, yours, I am yours, O God. Er definiert seine Identität also durch seine Zugehörigkeit. He defines his identity through his belonging to God. Belonging, is that the right word? Yeah, okay. Denn er hat uns geschaffen. Because he has created us. Zweite theologische Tugend, Hoffnung. The second theological virtue is hope. Sie ist begründet im Tod und der Auferstehung von Jesus. It is rooted in the death and resurrection of Jesus. Und bedeutet, dass ich eine Hoffnung habe für ein ewiges Leben, dass ich dazu bestimmt bin. It means that I have a hope for eternal life, that I am determined or destined for eternal life. Es wird gut mit mir ausgehen. It will end in a good way with me. Das dritte, Liebe. The third is love. Bedeutet, dass der Heilige Geist mir gegeben ist. Means that the Holy Spirit has been given to me. Damit ich in der Lage bin, die Liebe, die Gott mir gegeben hat, an andere weiterzugeben. That I am able to pass on the love that has been given to me to others. Diese drei theologischen Tugenden sind die Wurzel der Kardinaltugenden nach christlicher Sicht. These three Christian theological virtues are the roots for the cardinal virtues according to the Christian interpretation or Christian view of this. Die Mutter aller Kardinaltugenden ist die Klugheit. The mother of all cardinal virtues is prudence. Klugheit heißt, dass ich die Dinge so sehe, wie sie sind. Prudence means I see things as they really are. Und nicht, wie ich sie gerne hätte. And not as I would like them to be. Im Mittelalter sagte man, in medieval times they said, glücklich der Mensch, dem alle Dinge so schmecken, wie sie sind. Happy is the person who likes all things, tastes all things as they are. Das ist die Klugheit, die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. That is prudence, to see things as they really are. Und wenn wir das verbinden mit der theologischen Tugend des Glaubens, kommt noch etwas dazu. And when we connect this with a theological virtue of faith, something else can be added. Dann wissen wir nämlich, dass die Schöpfung gut war und ist durch Gott. We know that creation was good as God made it and as it was. Sorry. Ja, dass die Schöpfung gut ist, sagen wir. That creation is good. Yeah. Und das bedeutet, die Wirklichkeit besteht darin, dass Gott diese Welt gut gemacht hat. So das the, ist die, ja. Die, wirklich, besteht, die Wirklichkeit besteht. Reality means that creation is good as God has made it. Und Klugheit heißt, dass ich das anerkenne, dass zu dieser Welt das Gute gehört. Das ist ein wesentlicher Punkt der Wirklichkeit um mich herum. And prudence means that I acknowledge that goodness is an essential part of the things as they are, of reality. Gerechtigkeit heißt nämlich, dass ich mich verhalte nach dem, wie die Dinge sind. Justice means that I behave according to how things really are. Gerechtigkeit im Verhältnis zu anderen, aber das kann man auch ausweiten im Verhältnis zur Natur oder aber auch im Verhältnis zu Gott. Also was ist das richtige Handeln? Justice in relation to others. Righteousness. Oh, righteousness. Okay, I looked up in the internet and said justice for the cardinal virtue. Okay, righteousness. Righteousness
means righteousness in relation to others, but also in relation to nature and in relation to God. Man unterscheidet zwei Arten von Gerechtigkeit. We distinguish two kinds of righteousness. Die Tauschgerechtigkeit bzw. legale Gerechtigkeit. The legal justice or change justice, justice of change, I don't know. Oder equal payment. Ich erkläre das gleich. Oder die zuteilende Gerechtigkeit. And the distributing, attributing justice, attributive justice. Die legale Gerechtigkeit funktioniert folgendermaßen. Legal justice works like that. Ich verkaufe ein Haus und gebe das Haus dem meistbietenden. I sell a house and give it to the one who pays the highest amount. Das ist legal und gerecht. This is legal justice. Zuteilende Gerechtigkeit heißt, dass jeder das bekommt, was ihm zusteht. Attributive justice means that everyone receives what actually is according to him or what belongs to him. Aber nicht jeder bekommt das Gleiche. But not everyone gets the same or the equal amount. Darüber müssen vor allem Politiker nachdenken. Especially politicians need to think about that. In ihrer Steuerpolitik oder Verteilungspolitik. In their tax policy and in their distributive policy. Eventuell aber auch eine Mutter, die die Suppe austeilt. But also a mother who shares the soup among the children. Ist es hier, geht's hier um legale Gerechtigkeit oder zuteilende? Is it legal justice, righteousness? Or is it attributive righteousness? Zuteilende Gerechtigkeit gibt es auch dann, wenn ich eine Geige geerbt habe. Attributive justice or righteousness also exists when I have inherited a violin. Und möchte sie verkaufen. And want to sell this violin. Ich kann sie dem meistbietenden verkaufen. I can sell it to the person who offers the maximum amount of money. Das ist die Tausch- und legale Gerechtigkeit. That is the legal righteousness. Ich kann aber auch sie einem Geiger geben, der sehr gut mit dieser Geige umgehen kann. But I can also give it to a violin player who can really play the violin in a great way. Obwohl er nicht den höchsten Preis bezahlen kann. Even though he can't pay the highest amount. Aber ich habe mich für das entschieden, was meiner Meinung nach das Sachgemäße ist. But I have made the decision for that which seems most appropriate according to the circumstances or to the situation. Jeder Mensch, der Macht ausübt, steht vor dem Problem der Gerechtigkeit. Every person, every human being who exerts power faces the problem of justice or righteousness. Politiker, Fabrikdirektoren, Mütter. Politicians, entrepreneurs, mothers. Jeder, der directors. Etwa. Und das Interessante bei den Tugenden ist, sie sprechen immer den Menschen an, wie er sich verhalten solle. And the virtues always address human beings in a way how they should behave. Und sagen nicht, du hast ein Recht, dass dir das gegeben wird, sondern sagt, du musst Gerechtigkeit ausüben. They do not say, you have the right to earn something, but you must live in a righteous way. You must act in a righteous way. Act righteousness. Gleichzeitig wissen wir aber, dass wir Gerechtigkeit nie komplett leben können. At the same time, we know that we are not able to live out righteousness completely. Ein Beispiel ist der Kellner in einem Lokal. An example is the one who serves the dinner in the restaurant. The waiter in the restaurant, yeah. Wir bezahlen die Rechnung. We pay the bill. Legale Gerechtigkeit. Legal justice. Wir geben ein Trinkgeld. We give tipping. Zuteilende Gerechtigkeit. Attributive justice. Und dann aber bedanken wir uns auch noch. And then we even say thank you. Warum eigentlich? Why? Wir haben alles getan, was wir konnten. Den Preis bezahlt, sogar noch ein darüber hinaus etwas gegeben. We have done everything we could. We paid the bill and we gave even more. So why say thank you? Das hängt damit zusammen. Im Dank respektieren wir, dass wir eigentlich seiner Leistung nicht gerecht werden können, egal was wir bezahlen. Deshalb drücken wir das per Dank aus. The reason for that is that in reality we cannot really add up to the performance that the waiter gave to us, to what the waiter did to us, and so we say thank you for all that we cannot gerecht werden. We cannot live up to that. We cannot live up to that. Adequately payback, yeah. Thank you. Es gibt sogar Personen,
denen gegenüber wir überhaupt nicht gerecht werden können. There are even people whom we never can live up adequately or pay back adequately. Wir können nicht uns gegenüber unserer Mutter sagen, jetzt sind wir quitt. We can never say to our mother, now we have paid back everything. It's finished. We are fine. Noch weniger können wir das zu Gott sagen. And even less we can say that to God. Er hat uns geschaffen. Wir können nie zu Gott sagen, jetzt sind wir quitt und das war's jetzt. Was du mir gegeben hast, habe ich gerecht zurückbezahlt. Das ist nicht möglich. He has created us and we can never say, now I have paid everything back to you. We are on zero level again. Die dritte Tugend ist die Tapferkeit. The third virtue is fortitude. Tapferkeit ist nötig, weil es das Böse in der Welt gibt. Fortitude is necessary because there is evil in the world. Es ist ja nicht so, dass man das, was man aus Klugheit erkannt hat, einfach tun könnte. It is not the way that what we have recognized by prudence that we can just live that out in the world. Deshalb ist Tapferkeit nötig. And hence we need fortitude. Fortitude is necessary. Und für Christen kann die Tapferkeit sogar darin bestehen, dass sie für das Zeugnis für Jesus in den Tod gehen. And for Christians, fortitude can even mean that in order to testify to Jesus, we go into death. We go to, we don't fear death. Yeah. Dieser katholische Philosoph, sein Name ist Joseph Pieper. This Catholic philosopher named Joseph Pieper. Hatte Anfang 1934 als erstes der Kardinaltugenden das Buch über die Tapferkeit geschrieben. Beginning in 1934, he wrote as the first book about the cardinal virtues, the book about fortitude. Das war eine brisante Zeit. Seit einem Jahr gab es die Nazi-Herrschaft. It was a very critical time because for a few years there was the regime of the nationalists and Nazis. The first year. After 33, yeah. Und er hat ein Vorwort von Thomas von Aquin seinem Buch vorangestellt. And so he put a prologue of Thomas Aquinas in front of his at the beginning of his book. Das Lob der Tapferkeit hängt von der Gerechtigkeit ab. The praise of fortitude depends on justice. Ursprünglich haben die Nazis das Buch promoted. Originally, the Nazis promoted that book even. Tapferkeit ist das, was totalitäre Staaten wollen. Because totalitarian systems like fortitude. Dann hat irgendeiner das Buch gelesen, vor allen Dingen das Vorwort. And then someone started to read the book, especially the prologue. Und hat es aus dem Verkehr gezogen. And he took it away from circulation. Ein Kirchenvater hat sogar geschrieben, Tapferkeit ohne Gerechtigkeit ist ein Hebel des Bösen. A church father even wrote that fortitude without righteousness is a lifting up of the evil. Oh, a Hebel, nicht Hebel, sondern ein Hebel. A lever of the evil, yeah, a lever. Den Abend, den wir gehalten haben in dem historischen Rathaussaal, hatte folgende Überschrift. The evening in that historical town hall, had this title. Wie kann Leben gelingen? How can we live a good life? How can life succeed? Und ich habe mit der Frage begonnen, hatte Sophie Scholl ein gelungenes Leben? And I started with the question, did Sophie Scholl have a good life, a successful life? Denn sie wurde als Studentin von den Nazis hingerichtet. Because she was eliminated by the Nazis as a student. Eliminated or executed. Executed. Hatte sie ein gelungenes Leben? Did she have a successful, a good life? Die Frage kann man wahrscheinlich nur bejahen, wenn man die Perspektive über die Grenze des Todes ausweitet. You can only affirm this question if you extend the question beyond the limits of death. Es ist ein interessantes Phänomen, dass gerade protestantische Widerstandskämpfer, die als Christen Widerstand leisteten, sich mit den Schriften Piepers und den Kardinaltugenden beschäftigt haben.
It is a very interesting phenomenon that even or especially the Protestant members of the resistance against the Nazis dealt a lot with the writings of that Catholic philosopher Pieper. Sophie Scholl, auch ihr Bruder, Scholl and her brother, haben das, kann man in Briefen und in Tagebüchern nachlesen. You can read that in their diaries and in their letters. Hans Scholl hat geschrieben, ich habe in dem Buch Klugheit gelernt, dass zur Klugheit gehört, das Gute zu tun, weil nur das Gute das Wirkliche ist. Hans Scholl wrote in his letter that I have learned about prudence, that it belongs to prudence to do the good because... Das Gute zu tun? Weil das Gute die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit Gottes ist eigentlich das Gute. Und nur der tut die Wirklichkeit, der sich das Gute tut. To do the good because it is real. It is the actual reality. Auch Dietrich Bonhoeffer war davon inspiriert. Also Dietrich Bonhoeffer was inspired by that thought. Das erste Kapitel seiner Ethik hatte folgende Überschrift. The first chapter of his ethics had the following title. Christus, die Wirklichkeit und das Gute. Christ, reality and the good. Das war eine Anspielung auf das Buch von Joseph Pieper, die Wirklichkeit und das Gute. That was an allusion to the book by Joseph Pieper, reality and the good. Also, die Tapferkeit gehört dazu, weil es das Böse in der Welt gibt. So fortitude is important because there is evil in the world. Aber Tapferkeit ist nicht in sich selbst gut. But fortitude is not good in itself. Sondern nur wenn sie der Gerechtigkeit dient. Only if it serves justice or righteousness. Die vierte Tugend ist die Tugend des Maßes. Now the fourth cardinal virtue is temperance. Maß meint, dass wir auf Dinge verzichten, die nicht in sich selbst schlecht sind. Temperance means that we verzichten, that we avoid things which are not in themselves bad. Aber durch übermäßigen Gebrauch könnten sie dazu führen, dass wir am Ziel unseres Lebens vorbeifahren. But if we use them in too large a degree, then it would lead us to miss our target, the target of our life. Ziel des Lebens hängt eben damit zusammen, dass wir ein Entwurf Gottes sind. And the target of our life depends on that we are creatures of God. Ein Beispiel, was ja im Alten und auch im Neuen Testament vorkommt. An example from the Old and the New Testament. Ist das Weintrinken. Is drinking wine. Das ist gut und schön. It's good and beautiful. Aber durch ein Übermaß kann ein Leben nicht nur am Ziel vorbeischießen, sogar vollkommen zerstört werden. But if used abundantly, then a life can be completely missing the target of life and be destroyed. Deshalb gehört Maß auch zu den Tugenden, zu den Kardinaltugenden. So temperance also belongs to the cardinal virtues. Die uns helfen sollen oder einen Anreiz geben sollen, um das Leben zu führen, das Gott gemeint hat. Which are there to help us to live the life that God has originally intended for us. Ich fasse zusammen. I sum up. Über allem stehen die drei theologischen Tugenden. Above all this, there are the three theological virtues. Die uns von Gott offenbart worden sind, die uns offenbart worden sind von Gott. Which have been revealed to us by God. Der Glaube, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Faith that God has created the world. Der Tod und die Auferstehung von Jesus, die uns die Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Death and resurrection of Jesus, which give us hope beyond death. Die uns natürlich auch hilft, tapfer zu sein bis zum Martyrium. Which even helps us to live out fortitude even unto martyrdom. Weil wir wissen, diese Welt ist nicht alles. Es gibt eine Perspektive über die Grenze des Todes hinaus. Because we know this world is not everything, there is something beyond the limits of death. Und das gilt ja nicht nur für die Widerstandskämpfer des Dritten Reiches. And this is not only valid for the members of resistance in the Third Reich. Und das Dritte, dass durch den Heiligen Geist uns Liebe gegeben ist, so dass wir einander lieben können, so wie Gott uns auch liebt. And the third is that by the Holy Spirit we have been given love, so that we can love each other as God loves us. Und da hinein kommt dann
die Reihenfolge der Kardinaltugenden. And into that comes the order of the cardinal virtues, die uns ganz konkret helfen, which help us in a very specific way. Zunächst in der Klugheit, dass wir die Dinge so sehen, wie sie sind. First in prudence, that we see things as they really are. Und zwar auch unter Berücksichtigung von Glaube, Hoffnung und Liebe. Taking into account faith, hope and love. Das gehört nämlich zur Klugheit des Christen, dass er immer an Glaube, Hoffnung und Liebe mitdenkt. Because that is part of the Christian, that he always connects his thinking with faith, hope and love. Und daraus folgt dann das gerechte Handeln. And from that follows the righteous behavior or actions, righteous actions. Was manchmal auch zur Tapferkeit führt, weil es das Böse in der Welt gibt. Which sometimes leads to fortitude because there is evil in the world. Die Tapferkeit ist nötig, weil es das Böse in der Welt gibt. Fortitude is necessary because there is evil in the world. Und auch Maß ist nötig, weil es sein kann, dass wir sonst den Entwurf Gottes für unser Leben verfehlen. And also temperance is necessary because otherwise it could be that we fail to live out the design, the concept that God had for us in mind. So viel zu den Kardinaltugenden. So much about the cardinal virtues. Haben Sie Fragen? Do you have questions? You can ask the questions in Germany. In German, yeah. Thank you very much. My German is not good enough to ask the question in German, but I'll try in English. Thank you very much for this interesting talk. I was just wondering, so you've talked about these virtues. I was wondering how do they relate to following the law? So not only the Old Testament law, but also the law of Christ in the New Testament and wisdom in the Bible. Ja, das ist zunächst mal, könnte man sagen, ein christlich getaufter philosophischer Ansatz. Well, at first sight we can say this is a Christianly baptized philosophical approach, the cardinal virtues. Also das Interessante ist ja, dass die Tugenden selbst bereits vorchristlich sind, von Pythagoras angefangen. The virtues themselves are pre-Christians, starting from Pythagoras. Und man muss wohl das bei Thomas von Aquin und auch bei seinen Nachfolgern bis in das 20. Jahrhundert so sehen, dass sie das als eine Möglichkeit angesehen haben für ihre christliche Nachfolge. So Aquinas and his successors in the following century into the 20th century saw this as a possibility how to follow Jesus. Immer in der Verbindung mit den sogenannten theologischen Tugenden. Das ist natürlich christlicherseits der entscheidende Punkt. Always connected to the Christian virtues, the three theological virtues. And this is the most essential point from a Christian point of view. Ich sehe es auch so, dass das Leben nur gelingen kann in der Nachfolge von Jesus. I also see it that way, that life can only be good and successful if we in following Jesus. Finde es aber einen interessanten Punkt, mich daran zu erinnern, was man vielleicht auch mal vergessen könnte, in der Nachfolge über Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß nachzudenken. But it is helpful and interesting to think about these virtues and to think about prudence, justice or righteousness, Tapferkeit, fortitude and temperance. Also ich sehe das als eine Möglichkeit auch der eigenen Überprüfung des eigenen Lebens, was wir an anderen Dingen auch machen, auch wenn wir über Gebote nachdenken. Wir haben ja von Gott eben auch Gebote im Alten und im Neuen Testament. Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, dann kann es eine Hilfe sein, auch darüber einmal nachzudenken, was damit zusammenhängt. I see that as helpful for reflecting my own personal life, like the law as well, but to use the virtues to reflect my life, how I'm doing in my following Jesus.
Und für mich war es ein interessanter Punkt, als ich mich vor kurzem damit beschäftigte, zu sehen, dass Christen im Widerstand gegen Hitler sehr stark davon von diesen Tugenden geprägt waren oder vor der Beschäftigung mit diesen Tugenden geprägt waren. And for me it was a very interesting point when I started to deal with these issues, when I realized that Christians in the resistance movement against Hitler were very strongly influenced by this kind of thinking, by the virtues. So für das war, Daniel, I give you the microphone. Maybe I'll ask it in English first and then switch to German. Historically, the virtues were an incredibly important lens through which all ethics were seen, this concept of virtue ethics. Nowadays, I see a lot more thinking in terms of utilitarian ethics, and virtues seem to have fallen out of favor. Hardly anybody talks about them. Can we gain evangelistically and apologetically, or do we have something to contribute as Christians in the public discourse if we start talking about virtues again? Nochmal auf Deutsch? Ja. Ich hab's verstanden. Okay. Ja. Also ist die Frage, inwieweit man die Kardinaltugenden, die heute ja nicht mehr so gültig sind, sondern eher die utilitaristische Tugendlehre einbauen kann in eine evangelistische Verkündigung. Ist das da möglich? Yeah. So habe ich es verstanden. Yeah, the question, yeah. So John, you want to say? No. Okay. The question, how we can use the virtues, which are not that popular anymore as utilitarian ethics, how can we use them in apologetic or evangelistic proclamation? Ja, also so, zunächst denke ich, man kann fast alles benutzen in evangelistischer Ansprache. First of all, I think you can nearly use everything, anything, in an evangelistic talk. Also zum ersten Mal, als ich drei Hochschultage in Deutschland gemacht habe vor 40 Jahren, when I first spoke on Mission Weeks 40 years ago in Germany, da habe ich einfach die drei Fragen von Immanuel Kant genommen. I simply took the three questions by Immanuel Kant. Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? What can I know? What may I hope? And what should I do? Und diese Kardinaltugenden, die ich heute Abend etwas ausführlicher vorgestellt habe, die habe ich auch immer wieder eingebaut, um den Leuten klarzumachen, was ist, also zum Beispiel allein, wenn jemandem aufgeht, dass jedem jeder Schöpfung ein Entwurf vorausgeht und dass wir geschaffen sind nach einem Entwurf Gottes, das ist eine enorme Erkenntnis. And I also included the cardinal virtues into these talks, because the very recognition that we are made in the design of God is already a remarkable thought. Oder dass die Identität eines Menschen damit zusammenhängt, zu wem er gehört. Or that the identity of a person, of a human being, is connected to the fact to whom I belong. Und für die evangelistische Ansprache ist natürlich ein wichtiger Punkt, wozu führt mich Klugheit? And for an evangelistic talk, an important point is, what would prudence lead me to? Und natürlich habe ich dann verschiedene Möglichkeiten, wenn ich dieses Thema aufwerfe, mit dem Thema Klugheit weiterzumachen. And then I have the possibility to continue with the topic prudence in the further run of the talk. Zum Beispiel, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. For example, teach us to consider that we are mortal, that we have to die, in order that we become wise. Das heißt nicht, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir es mit der Angst zu tun bekommen, sondern damit wir klug werden. It does not say that we should learn to consider that we are mortal in order to be fearful, but in order to be to become wise. So es ist für mich auch ein Einstieg in ein, von dem ich glaube, es ist eine Möglichkeit, dass jemand über sein eigenes Leben nachdenkt anhand der Kardinaltugenden. So this is an entrance for me to make people, to trigger people to think about their own life. John. Ich habe seit einiger Zeit
Oh, I see. I was responding to Jürgen. I've been interested recently in Jordan Peterson because he is developing his 12 rules of life that are very like the cardinal virtues. And it seems to me that there is a stream coming back to cardinal virtues as well as a totalitarian stream that's moving against relativism. And what I pick up is this, that if you set the cardinal virtues before people, but don't give them a source of power to follow these virtues, that could be very depressing. What I'm thinking of is Paul's talking about this in Romans, that he sees the virtues, he'd love to obey them, but he hasn't got the power to. And the gospel brings in that power. It doesn't just state the virtues. Just like your comments on that. Du darfst übersetzen für mich. Well, Jürgen's understanding is much better. I don't have to understand. I think. Oder soll ich nochmal übersetzen? Nö, ja doch. Oder was soll ich dazu sagen? Ich hab, ja. He would like einfach deine Kommentare, was du dazu sagen würdest, was er gesagt hat. So Jordan Peterson does not have this power to follow the virtues, but he puts the virtues in front of people as rules how to live. Yeah. So what do you think about that? Ja, also ich habe darüber um diese Fragen auch nachgedacht, als dieser Unternehmer sagte, über die Kardinaltugend zu sprechen, war das auch mein Hauptpunkt, weil ich mir gesagt habe, wenn wir das die Überschrift haben, wie kann Leben gelingen, dann kann Leben nur gelingen in Nachfolge Jesu. Das alles andere geht gar nicht. Davon bin ich fest überzeugt. I've also thought about these questions when this businessman asked me to talk about the cardinal virtues, because I thought that life can only be good and successful in following Jesus. Und für mich war der Schlüssel, trotzdem Ja zu sagen, so einen Abend über die Kardinaltugend zu machen. And the key why I anyway agreed to give that lecture on that evening war eben zu sprechen, als was auch eben bei Thomas von Aquin so steht, die Wurzel aller Kardinaltugend sind die theologischen Tugenden. Was that the root of all cardinal virtues are actually the theological virtues. Sozusagen ohne Glaube, Hoffnung und Liebe mit den Kardinaltugenden kommst du alleine nicht weiter. So interessant oder wichtig die auch mal sein können im eigenen Leben. Without faith, hope and love, you don't get very far with the cardinal virtues. You need the other ones as fundament. Und diese drei theologischen Tugenden haben ja ganz spezielle Fundamente. And the three theological virtues have specific fundaments. Der Glaube an Gott, den Schöpfer, der Glaube an Jesus, Kreuz und Auferstehung und der Glaube an die Kraft des Heiligen Geistes. Faith in God the Creator, faith in Jesus death and resurrection and faith in the power of the Holy Spirit. Man müsste vielleicht dann, wenn man das tatsächlich zu einem Abend machen wollte und falls das Leute interessiert, was ich nicht weiß, muss auch sagen, ich bin gebeten worden, das hier zu halten. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal über die Tugenden sprechen. Also möchte ich ausdrücklich sagen. So, Jürgen just says, well, if I speak, actually I was asked to give that speech also here and it was not that I would say, I want to speak on that. Dann würde ich die Balance stärker, also was ich auch an dem Abend gemacht habe, in Marburg im Rathaus, würde ich sagen, der entscheidende Punkt, nämlich um überhaupt in Gang zu kommen im Leben, ist dieser. Das andere sind nicht unwichtige Nebensachen, dass einem klar wird, Tapferkeit ist nötig. Und über Gerechtigkeit muss ich mehr nachdenken, als ich bisher nachgedacht habe. Und Maß halten, vielleicht ist es bei jemandem nicht der Wein, bei jemandem was ganz anderes, ist auch nötig. Also es ist an sich eine sehr, die Kardinaltugend können eine sehr konkrete Anfrage an das eigene Leben, gerade auch vielleicht in der Nachfolge Jesu sein.
So the key point is really this rootedness of the cardinal virtues in the theological virtues, and still these are interesting thoughts and ideas to understand the cardinal virtues and to apply them in your own life and reflect your life upon these virtues. Ja, dass mir bewusst wird, was heißt für in meinem Leben gerecht, bin ich gerecht den Menschen gegenüber, mit, über die ich Macht habe, wie auch immer. Und was heißt tapfer sein so bei that mir? I reflect about myself, what does it mean, am I righteous towards the people around me? Die von mir abhängen, wie auch immer. Oder people auch who depend on me, for example. Und auch mit dem Maß, muss nicht der Wein sein, es kann irgendwas anders sein, wenn ich darüber nachdenke, merke ich, da habe ich tatsächlich ein Übermaß. Also von daher kann das wie eine Art Lehre auch sein, mein eigenes Leben zu testen und mal zu überprüfen sein. Ist das alles so, wie ich es gerne möchte, das Leben? Also temperance can help me to, it doesn't have to be the wine, but it could be anything else, and any kind of abundance in my life might lead to problems in my life, or that I miss the target. Aber ich gebe zu, es ist nicht der entscheidende Punkt. Also das habe ich eben auch gesagt, der entscheidende Punkt ist wirklich die Nachfolge Jesu. Und die Frage ist, wie weit ich das vermitteln kann bei einem Referat über die drei Fragen von Kant oder auch bei einem Referat über die Kardinaltugenden. Die Hoffnung ist natürlich, und das hat sich auch erfüllt, da jedenfalls im Rathaussaal in Marburg, dass das Thema so interessant ist, dass viele Leute kommen, die normalerweise nicht zu einem christlichen Vortrag kommen würden. But I admit that these thoughts about the cardinal virtues are not the key issues. The key issue is still following Jesus. But these virtues can help to make people think about the deeper issues. And this has actually come true when he talked in the town hall of Marburg, that people started to think and reflect their life. Can I be just? And so on. Es gab noch ein Nachtreffen, zu dem auch viele gekommen sind. There was a follow-up meeting, which was attended by quite a few people. Ja, also es geht mir, wenn ich so, also wie gesagt, auch die, es war nicht meine Idee zu sagen, ich mache mal Kardinaltugend im Marburger Rathaus. It was not my idea to say, well, I want to talk on the cardinal virtues in the town hall of Marburg. Sondern einer der entscheidenden Punkte eigentlich meines ganzen Lebens besteht immer darin, wenn mir irgendeiner eine offene Tür anbietet, wo ich denke, ja, da war ich noch nicht, dann gehe ich dahin. One key principle in my life is, if someone offers me an open door and I realize I've never been there, then I will say yes and I will go through that open door. Und hier war das Angebot eines Unternehmers, der eine große Firma in Marburg hat, und ich bin davon ausgegangen, was sicher auch stimmt, dass viele auch seinetwegen kommen und dass viele auch kommen, weil sie das Thema hochinteressant finden. Die würden aber nicht zu einer christlichen Veranstaltung kommen. Und dann war es noch im Rathaussaal, was auch eine bestimmte Bedeutung in Marburg hat. And here was the offer of an influential businessman in Marburg, who was known to many people. And so a lot of people would just attend this meeting, even in the town hall of Marburg, because they knew this businessman and they trusted him. And they would never attend a Christian meeting. Das ist ja oft, was wir hoffen. Wir wollen natürlich mehr, dass Menschen auch zum Glauben kommen. Aber wir hoffen auch, dass es manchmal, Apologetik ist manchmal ja auch, Diskussion mit Vorfragen. Und das sind so Vorfragen, wie soll ich eigentlich mein Leben führen? Und da ist das eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt, um vielen klarzumachen, dass sich etwas ändern muss, wenn man nachdenkt über Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. So we hope that people come to faith in Christ, but apologetic means that sometimes we have to deal with pre-questions, with other issues that come before these central issues. But they start to think about that and... Yeah, then we pave the way for coming to faith. So what? Very good answer to that. David, and you, yeah. Thank you very much for the talk. It's a sort of follow on to John's question, because if I've understood it properly, it does seem that for someone who's a Christian, this gives a very clear way of thinking about a Christian foundation for growing and developing in the virtues. But for someone who's not a Christian, then I wondered about something like prudence, for example. So this is a recognition that creation is good, but does prudence also involve the recognition that I am a sinner before God? That is seeing reality, it's seeing myself as I am.
And also then perhaps in terms of justice and righteousness, whether there's also a recognition that my own righteousness is inadequate. So I'm just wondering if there's a connection with the gospel in terms of the cardinal virtues as well. Ja, da würde ich zunächst mal sagen, das war ein Abend über ein bestimmtes Thema. Well, first of all, I would answer, this was one evening about a specific topic. Und es war nicht meine Möglichkeit, da die ganze Heilsgeschichte darzustellen. It was not my possibility to explain all of salvation history in that one evening. Sondern ich wollte das Interesse wecken, über das eigene Leben, wie es läuft im Moment, nachzudenken. I wanted to stir up interest in reflecting on my own life, how it runs in the moment. Ich habe zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass wir, wenn wir das Verhältnis von Klugheit und Tapferkeit ansehen, ganz anders denken als die Kardinaltugenden. So, for example, I also talked about the point that when we look at prudence and fortitude, we often live that very differently than... Heute hält man es für klug, wenn einer gerade nicht tapfer ist. Today often we believe it is wise if someone is not acting in a fortuitous way. In a way of fortitude. Der ist ja nicht so blöd, dass er was macht, weswegen er tapfer sein muss. He should not be that stupid to do what he would have to do in order to show fortitude. Also das ist eher das, wie die Menschen heute denken, aber nicht zu sagen, das ist sozusagen der Punkt, auf den es ankommt für mein Leben, und da muss ich auch Nachteile für in Kauf nehmen. This corresponds more to how people think today, and they would not accept that I have to accept disadvantages to live out fortitude, for example. Ja, es ist, also die Frage stelle ich mir da. Ich halte Vorträge über Dostojewski, Land an vielen Ländern der Welt, überall. Ich kann mir auch mal nachher die Frage stellen, ja, was habe ich denen jetzt erklärt über Dostojewski? I also talk a lot, I give a lot of lectures on Dostojewski in many countries of this world, and afterwards I could always ask myself, what have I actually taught these people now? Was wissen die mehr über Jesus, als sie vorher gewusst haben? What have they learned about Jesus now that they did not know before? Meine Meinung schon immer ist, ich habe ein Thema und ich will vor allen Dingen diesem Thema gerecht werden. My opinion is, I'm given a topic and I want to be adequate, I want to do justice to the topic, justice, I have to do justice to the topic that I was given. Yeah, living out the cardinal virtue. Dass ich eigentlich mehr will, ist auch klar. That I actually want more is clear. Ich habe einmal an der Universität Tomsk einen Vortrag gehalten über Dostojewski. Once I gave a lecture at the University of Tomsk on Dostojewski. Und die Dekanin der philosophischen Fakultät hatte mich dazu eingeladen. And the dean of the faculty had invited me. Als wir nachher beim Tee zusammensaßen, sagte sie zu mir. And later we sat together for tea and she said to me, Sie wollen mehr als den Leuten nur was über Dostojewski erzählen. You want more than just to tell people about Dostojewski. Habe ich gesagt, ja. And I said yes. Aber ich habe über Dostojewski gesprochen und über nichts anderes heute Abend. But this heute evening Morgen. I only have talked about Dostojewski. I have not done anything else. Das ist mir wichtig. Und hier war die Frage, einen Vortrag über die Kardinaltugenden zu halten. So this is important for me, and in this case the quest was to give a lecture on the cardinal virtues. Und das habe ich versucht. And that's what I have tried to do. Maybe the final question, because you have been waiting for a long time. Sorry, I did not see you. Thank you. So I'm wondering how sin affects our view, our image of the ideal virtuous person. I mean, even if God has shown us what these virtues are, there seems to be some sort of interpretation involved in it still. Was war die Frage? Ich hab's nicht verstanden. Wie beeinflusst unsere Sicht der Sündhaftigkeit unsere Sicht auf eine tugendhafte Person? Ja, oder? War eigentlich ein wesentlicher Punkt. Genau. Also welche Rolle spielt dabei die Sündhaftigkeit? Dass wir eigentlich ein tugendhaftes Leben so gar nicht führen können. Welche Rolle spielt das?
Ja, also ich glaube schon, dass das die zentrale Frage ist. Sozusagen die Tugendlehre ist in dem Sinne zu glatt, als sie ist sozusagen aufeinander aufgebaut und klingt zu glatt. This is a very central question because the teaching about the virtues is too smooth. Hat aber mit der Tapferkeit auch eine Diskussion über das Böse. But it has through fortitude a discussion of evil as well. Und es gibt ja nicht nur das Böse außerhalb von mir, sondern auch in mir. And there is not only evil outside of myself but also in myself. Und darüber habe ich auch gesprochen. Also es gibt das, was man unter Sünde verstehen kann, ist ja so, dass ich auch tapfer sein müsste gegen mich selber. Also ich And I've also talked about that because when I talk about sin, then I also have to show fortitude against myself. Die Tapferkeit heißt ja gerade, ich bin nicht in der Lage, das zu tun, was ich als gerecht angesehen habe, von selbst. Also die Logik ist ja Klugheit, das Erkennen, das ist immerhin, und dann Gerechtigkeit an der Handeln, alles prima. Und dann kommt mal die Tapferkeit, weil das nicht stimmt. Und es gibt das Problem bei der Tapferkeit des Bösen in der Welt, und das ist ja nicht nur das, was außerhalb ist, das habe ich jetzt betont, weil es mir auch um diese Widerstandskämpfe ankam, weil ich für einen sehr interessanten Punkt halte, sondern diesen Punkt gibt es ja auch in mir. Ich muss ja auch sozusagen mich selber überwinden und stelle fest, dass auch in mir das Böse wohnt und nicht nur außerhalb von mir. Und ich denke, das kann man auch anhand der Tapferkeit innerhalb dieser Lehre darstellen. So, prudence means I see things as they really are. Justice means I act accordingly to it. And fortitude comes in because often I can't exhibit justice and so on. I need to show fortitude in order to overcome the evil that is against that. Und da steckt sogar im vierten, im Maß auch noch drin. And even in temperance, this is contained, this talk about sin inside of myself. Dass ich Dinge nicht genießen kann, die eigentlich nicht schlecht sind, weil es durch ein Übermaß dazu führt, dass ich mein Leben verfehle. That I may not enjoy things that are in themselves actually good things, because if I did that, I would miss the target of my life, the design of my life. Oder sogar so süchtig werde, dass mein Leben entgleist. Or become so dependent on these, addicted to these things, that my life completely gets off track. Also diesen Gedanken habe ich an dem Abend auch ausgeführt von der Tapferkeit, dass sie nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Wir brauchen die Tapferkeit auch bei uns selber. Oder wir merken, es geht gar nicht so glatt in uns selbst. So in also, that evening I also used these thoughts in order to show that we also need to use fortitude against ourselves to overcome sin and so on. Also in diesem Sinne, vielleicht beim nächsten Mal mache ich stärkere Betonung darauf, weil das tatsächlich ein Problem ist, dass es zu glatt klingt. Aber die Tapferkeit heißt, es ist nicht glatt, weil es gibt das Böse und das ist auch in mir. So maybe next time I will take up that thought and include sin more, that we need fortitude because there is sin even in myself and the virtues are too smooth. Maybe I take that up. Yeah. Aber dazu bräuchte ich jemanden, der mich einlädt, nochmal darüber zu sprechen. But for that to happen, I would need someone to invite me again so that I can talk again about that. So feel free to approach Jürgen for dinner. Thank you. Thank you.